Hallo und moin aus Hamburg. Heute fahre ich immer der Wandsee entlang. Meine etwa 30 Kilometer lange Tour führt mich vom Jungfernstieg bis nach Ahrensburg. Als erstes kann ich den herrlichen Blick auf die Alster genießen. Am Mundsburgkanal biege ich rechts ab und komme dann an den Kuhmühlenteich vorbei. Da ich mich hier auf Hamburger Stadtgebiet befinde, müssen auch öfter mal größere und kleinere Straßen überquert werden. Jetzt geht es immer entlang dem Eilbeck-Kanal. Die Wanze heißt in ihrem westlichen Teil Eilbeck.
Im Eichtalpark befindet sich der Botanische Sondergarten von Wandsbek. Hier kann man einen schönen Abstecher machen, relaxen und die vielen schönen Pflanzen bewundern. Die Wanze ist heute nur noch ein kleiner Wasserlauf. Im 14. Jahrhundert war sie jedoch wichtiger Wasserlieferant, um verschiedene Mühlen zu betreiben. Hiervon zeugen auch diverse angestaute Teiche, die auf dem Weg liegen. In weiten Strecken lässt sich einfach nur der Bachlauf und die umgebende Natur genießen. Und das mitten in der Stadt. Dem einzigen Hindernis, das ich begegnet bin, waren diese paar Stufen. Zum Glück gab es eine Hilfe zum Fahrrad hochschieben. Und wo es hochgeht, muss man natürlich auch wieder runter. An manchen Stellen geht es ganz schön eng zu. Hier muss man vorsichtig sein, wenn man wieder auf den Bürgersteig oder die Straße trifft. Unvermittelt kommen Fußgänger oder Radfahrer von rechts oder von links.
weiter man Richtung Nordosten kommt, je mehr ist man von der Natur umgeben. Jetzt erreiche ich das Naturschutzgebiet Höltingbaum. Hier lässt es sich ungestört wandern oder Fahrrad fahren. Höltingbaum war bis 1992 ein Standortübungsplatz der Bundeswehr. Heute ist es einer der größten Naturschutzgebiete auf Hamburger Gebiet. In Höltingbaum selber gibt es viel zu entdecken, aber das werde ich ein anderes Mal machen. Versteckt hinter Bäumen und Büschen habe ich ein paar Galloways entdeckt. Und hier sind noch ein paar Galloways, allerdings aus Stahl. Thank you.
Inzwischen bin ich im Moorgebiet Stellmoor-Tunneltal angelangt. Hier kann man über eine schwimmende Brücke wunderbar die Natur genießen. Fahrradfahren ist auf dieser Brücke allerdings verboten, aber wer will auch schon durch diese Landschaft mit der Geschwindigkeit eines Fahrrads durchrauschen? Hier in Ahrensburg endet nun mein kleiner Ausflug. Ich hoffe, es hat euch so gut gefallen wie mir. Diese Tour einmal nachzufahren lohnt sich auf jeden Fall. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Und jetzt sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.